Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zur 20. Leuphana Home Session. Ich freue mich ganz besonders, heute Frau Sarah Stanske begrüßen zu können, die zu dem Thema Langeweile in Organisationen einen Input gibt. Vielleicht zum Hintergrund: Sarah Stanske ist Postdoktorandin am Institut für Management und Organisation an der Leuphana-Universität Lüneburg. Und Sie haben im Anschluss an den Input die Möglichkeit, Fragen zu stellen über die F&A-Funktion. Und dann will ich Sie gar nicht länger hinhalten. Wir freuen uns auf Ihren Vortrag, sicherlich eher kurz als langweilig. Und damit sage ich, ja, the floor is yours. Vielen lieben Dank. Super, vielen Dank dafür. Dann werde ich nur einmal kurz meinen Bildschirm teilen. So, das müsste das sein. Und von Anfang an. So, sehr heute etwas über Langeweile erzählen zu können. Vielleicht so ein bisschen zu dem Hintergrund. Langeweile war ein Thema meiner Doktorarbeit. Ich kam in eine Firma rein, wo die Besitzer der Firma gelangweilt waren und deswegen sich ja die gesamte Firma letztendlich umstrukturiert haben. Und ich dachte, hey, Langeweile, das ist wirklich ein Thema, was uns heutzutage auch alle betrifft. Also ich könnte hier auch statt Langeweile in Organisation auch Langeweile in unserem Alltag hinschreiben. Es ist ja wirklich ein sehr aktuelles Thema und damit steige ich vielleicht auch einmal ganz direkt ein. Es ist ein sehr aktuelles Thema. Einfach mal zurückzugehen auf die, momentan gibt es ja schon wieder Lockerungen aufgrund des Coronavirus. Wir können jetzt wieder rausgehen, wir können uns auch wieder treffen mit gewissen Abstandsregelungen. Aber vor ein paar Wochen sah das noch etwas anders aus und da standen wir nämlich vor einer großen Herausforderung, was das Thema Langeweile sehr aktuell gemacht hat. Denn mit der Isolation kam oftmals die Monotonie. Also wir konnten bestimmte Sachen nicht mehr machen und sind deswegen vielleicht in bestimmte Rhythmen hineingefallen. Und mit der Monotonie kam oftmals halt auch die Langeweile zusammen. Und das ist auch etwas, was schon beobachtet wurde in früheren Studien. Jetzt mit der momentanen Krise, das ist noch zu frisch, da gibt es noch keine aktuellen Studien dazu. Aber wir hatten schon einmal eine ähnliche Situation, zum Beispiel mit mit der SARS-Krise Anfang der 2000er. Und da wurden Studien durchgeführt, die besagten, dass wirklich 62% der Leute, die damals in der Quarantäne waren, unter Langeweile gelitten haben. Und eine andere Studie hat dann auf gezeigt, dass Langeweile halt auch einer der Hauptfaktoren war, warum Leute sich halt ungern an die Quarantäneauflagen gehalten haben oder dieses vielleicht sogar durchbrochen haben. Wie wir also sehen, Langeweile ist ein sehr aktuelles Thema und das habe ich auch in meinem Twitter-Feed gelernt. Ich habe Ihnen hier einmal etwas mitgebracht. Ich bin selbst Twitter-Nutzer und da bin ich über diesen schönen Tweet gestolpert. Da wurde gesagt von einem meiner Kollegen, hey, der April 2020, das kommt mir so unendlich lange vor. Die Zeit scheint hier wirklich still zu stehen. Und dann kam halt auch prompt die Antwort, dass es tatsächlich so ist, dass Langeweile halt dieses Gefühl gibt, dass die Zeit stillsteht, dass wir vielleicht nicht mehr vorankommen, dass wir vielleicht sogar jede Stunde des Tages anfangen zu zählen und dass das ja vielleicht auch gar nicht mehr normal ist und dass man deswegen das Department of Temporal Investigations einmal hier einschalten sollte. Also Sie sehen, Langeweile ist aktuell und auch ein temporales Phänomen und das ist etwas, mit dem ich mich in meiner eigenen Forschung auch beschäftige. Vielleicht noch mal ganz kurz zum Stand der Dinge. Wir sagen ja oftmals, wir sind gelangweilt, uns ist langweilig. Die Frage ist natürlich, was bedeutet denn Langeweile überhaupt? Da gibt es verschiedene Ansatzpunkte. Ich habe hier versucht, einmal Definitionen mitzubringen. Das ist einmal von einem Wörterbuch. Gelangweilt sein bedeutet oftmals, ich bin einer Sache überdrüssig. Das ist oftmals hervorgerufen durch langwierige Wiederholungen. Das heißt, wenn ich immer wieder und immer wieder das Gleiche mache, dann habe ich das Gefühl, dass ich gelangweilt bin. Ich habe Ihnen noch mal eine andere Sache mitgebracht. Wenn Sie sich das deutsche Wort Langeweile einmal genauer ansehen, dann werden Sie auch mitbekommen, dass wenn das auseinandergezogen ist, bedeutet es eine Langeweile. Und das beschreibt dieses temporale Phänomen eigentlich sehr, sehr gut. Es bedeutet eigentlich, es ist eine subjektive Zeitwahrnehmung. Es bedeutet also, stellen Sie sich hier die Uhrzeit vor,
jede Stunde hat eine Minute, aber die Wahrnehmung, wie lang jetzt diese Stunde ist oder wie lang jede Minute, jede einzelne Sekunde ist, das variiert von Person zu Person. Und sind wir nun gelangweilt, haben wir eben dieses Verständnis, dass die Zeit sich unendlich lang zieht. Jeder kennt das, jeder hat vielleicht schon mal auf den Bus gewartet, auf die U-Bahn, hatte vielleicht kein Smartphone dabei, konnte keine Musik hören und dort fängt man dann auf einmal an zu zählen und man hat das Gefühl, dass die Zeit einfach nicht vorangeht und dass der Bus einfach überhaupt nicht kommt. Man hat also das Gefühl, dass man in einem großen leeren Jetzt ist, in einer Zeitspanne, wo wir das Gefühl haben, dass die Vergangenheit vielleicht für uns auch wertlos ist, dass wir keine Bedeutung mehr sehen in unseren Aktivitäten und dass auch die Zukunft so weit entfernt ist und dass die Zeit eigentlich gar kein Ende mehr nimmt. Das habe ich auch schon einmal kurz erwähnt. Langeweile ist oftmals auch gleichbedeutend mit Bedeutungslosigkeit. Es bedeutet nicht, dass wir gar nichts zu tun haben, sondern es bedeutet einfach, dass wir die Aktivitäten, die wir ausführen können, die in unseren Möglichkeiten stehen, für uns einfach bedeutungslos sind. Was mache ich hier eigentlich, ist etwas, was viele Leute, die sich gelangweilt fühlen, halt oftmals denken. Warum mache ich das? Hat das überhaupt eine Bedeutung? Was bringt mir das? Also diese Bedeutungslosigkeit und Sinnlosigkeit spielt bei der Langeweile auch eine wichtige Rolle. Und das kann man halt wirklich sehen. Also wenn Sie gelangweilt sind, ich kann Ihnen einen Zettel in die Hand geben und sagen, das sind alles die Aktivitäten, die Sie tun könnten. Aber dennoch ist es so, dass Sie wahrscheinlich auf nichts wirklich Lust haben. Das ist halt ein ganz typisches Zeichen von Langeweile. Also dass die Aktivitäten, die wir zur Hand haben, einfach uns bedeutungslos erscheinen. Eine wichtige Unterscheidung zum Beispiel auch zu Depressionen ist, dass es von außen kommt. Also dass ich einen Stimulus habe, der für mich einfach nicht interessant ist. Vielleicht kennen Sie das noch aus Ihrer eigenen Schulzeit oder aus einem Buch. Sie nehmen an, dass etwas interessant sein sollte. Aber dieser externe Stimulus, das ist für mich nicht mehr interessant. Es wird als langweilig von mir selbst eingestuft und deswegen wird etwas als langweilig angesehen. Wir nehmen also an, dass etwas interessant sein sollte, was es letztendlich aber nicht ist. Und das kreiert halt diese Wahrnehmung der Langeweile. Es ist also etwas, was von außen kommt und von außen fehlt uns diese Reize. Genau. Vielleicht komme ich auch einmal ganz kurz zu den Konsequenzen von Langeweile. Wie Sie vielleicht in meiner Vorstellung schon gehört haben, ich bin vor allen Dingen an Organisation dran in meiner Forschung. Also ich schaue mir an, wie Prozesse in Organisationen funktionieren, wie Wandel zum Beispiel entstehen kann. Und im Zuge dessen habe ich mir auch Langeweile in Organisation einmal etwas genau angesehen. Langeweile in Organisationen ist an sich eigentlich gar kein so neues Thema. Es gibt schon einige Forschungen dazu. Traditionell wurde solch eine Forschung vorgenommen in Sektoren, die halt sehr monotone Aufgabenstellungen hatten, wie zum Beispiel Fabrikarbeiter, die am Fließband gearbeitet haben, aber auch Langstreckenfahrer, also Lkw-Fahrer zum Beispiel, die halt stundenlang auf einer Landstraße zum Beispiel vor sich hinfuhren, oder halt auch der Sicherheitsdienst wurde genau unter die Lupe genommen bei diesen Studien. Und diese Studien kamen eigentlich alle zu der Quintessenz, dass Langeweile negative Konsequenzen hat für die Mitarbeiter, aber auch für die Organisation. Ich habe Ihnen hier einmal ein paar Studien mitgebracht, die das so ein bisschen darstellen sollten, angefangen von Ende der 20er Jahre, wo gesagt wird, das Endprodukt, also die Qualität des Endproduktes, leidet zum Schluss, weil man zum Beispiel nicht mehr so sehr den Fokus auf die Fehlersuche hat. Einem ist das egal, was zum Schluss wirklich hinauskommt. Mitarbeiter sind auch ruhelos, sie wollen sich bewegen, sie sind nicht mehr so konzentriert wie vorher. Andere haben dagegen gesagt, nein, Mitarbeiter haben eher die Tendenz einzuschlafen, wenn sie gelangweilt sind. Manche Mitarbeiter gehen sogar verbotenen Aktivitäten nach. Einige haben sogar nachgewiesen, dass Mitarbeiter eher Diebstähle begehen, wenn sie gelangweilt sind, im Gegensatz zu, wenn sie nicht gelangweilt sind. Unfälle können vermehrt passieren, weil die Mitarbeiter nicht mehr so aufmerksam sind. Abschweifender Gedanken, das ist vielleicht auch etwas, was Sie mir schon oftmals mitbekommen haben, wenn Sie gelangweilt waren, dass man sich nicht mehr auf die Sache konzentrieren kann. Und das ist das, was wir auch in unserer Forschung als Mind-Wandering kennzeichnen. Also unsere Gedanken schweifen ab und sind eigentlich nicht mehr dort, wo wir sie in unseren
für unsere Aktivitäten im Arbeitsumfeld haben wollen. Frustration kann natürlich aufkommen, also höhere Abwesenheit ist auch ein Faktor, der hier sehr oft erwähnt wird. Sind Mitarbeiter gelangweilt, ist die Krankheitsrate auch oft höher. So, es kann zu Streitereien kommen. Vielleicht gibt es einige Aktivitäten, die noch interessant sind und Mitarbeiter versuchen sich jetzt darum zu reißen, genau diese Aktivitäten halt durchzuführen. Hier ist eine interessante Studie von Derain. Da ging es tatsächlich um Soldaten im Kriegsgebiet. Und wenn halt keine Konflikte gerade da waren, fühlten sich die Soldaten gelangweilt, sodass sie sich eigentlich gehofft haben, wieder in Konflikt agieren zu können. Einfach nur, um dieser Langeweile zu entkommen. Und in eine neuere Studie vielleicht auch von One et al., die aufzeigt, dass wir einfach in Aktivitäten uns jetzt auch engagieren, die wirklich nichts mehr mit der Arbeit zu tun haben. Das ist ganz klassisch, der Griff zum Beispiel zum Smartphone oder weitere Applikationen auch auf dem PC mit Facebook, Twitter, dass ich mich einfach ganz leicht ablenken lassen kann. Wie gesagt, das ist jetzt nur mal eine ganz große Zusammenfassung. Der Grundgedanke ist aber klar, es ist etwas Negatives, was ich hier habe zu Langeweile. Und wir haben uns gefragt, das ist eine Forschergruppe, das mache ich mit einem Projekt zusammen, noch mit einer Forschergruppe aus der Viatrina in Frankfurt-Oder und auch mit dem Matthias Wenzel, der hier auch an der Leuphana ist. Wir haben uns gefragt, gibt es denn eigentlich irgendwelche positiven Konsequenzen von Langeweile? Weil es ja wirklich ein Gefühl ist, was wir sehr oft haben. Und kann mir da irgendetwas Positives rausziehen. Ja, und so sind wir dann gestartet. Ich komme gleich nochmal hier zu den Cola-Dosen. Das ist eine sehr interessante Geschichte, die ich Ihnen nicht vorenthalten möchte. Aber zunächst vielleicht nochmal eine kurze Vorabüberlegung. Wir wissen von unseren Studien, dass sich solche gelangweilten Menschen oftmals rastlos fühlen. Sie wollen etwas tun. Und das wiederum, könnte man ja sagen, könnte auch zu Innovation und Kreativität führen. Da gibt es auch schon erste Studien in diesem Bereich, oftmals ja mehr konzeptioneller Natur. Einige haben auch Experimente angefangen, diese Richtung zu tätigen. Zum Beispiel wurden halt Personen aufgefordert, Telefonbücher zu lesen oder Nummern aus Telefonbüchern abzuschreiben. Man hat eine Kontrollgruppe genommen, das heißt Personen, die das eben nicht gemacht haben. Und dann hat man ihnen hinterher eine Aufgabe gegeben, die halt die Kreativität messen soll. Und man hat dann festgestellt, dass die Leute, die halt künstlich gelangweilt wurden, halt in der Kreativität besser abschnitten als andere. Da könnte man natürlich sagen, gut, warum ist das jetzt so? Das versuchen wir jetzt halt noch gerade rauszufinden, also diesen Prozess, wie es von Langeweile letztendlich zu Kreativität kommen kann, das erforschen wir. Und da kommen jetzt auch wieder unsere Cola-Dosen hier ins Spiel. Dort hatte ich mal eine sehr interessante Unterhaltung mit einem sehr angesehenen Forscher auf einer Konferenz und ich habe ihm so ein bisschen unsere Idee erzählt, gesagt, hey, vielleicht kann ja Langeweile auch zu Innovation und Kreativität führen. Und er hat uns eine Geschichte erzählt. Er war in einer Fabrik, wo halt Cola-Dosen hergestellt wurden. Und das Management hat zum Schluss ein Problem. Sie haben festgestellt, dass die Beschichtung der Dosen nicht richtig war und deswegen diese Dosen eigentlich nicht weiter benutzt werden konnten. Die Frage war jetzt, welche Dosen sind jetzt von diesem Fehler betroffen und welche nicht? Und die Mitarbeiter haben dann eine sehr, sehr kreative Lösung dafür gefunden. Sie haben nämlich gesagt, es waren diese klassischen Fließbandarbeiter, die anscheinend oftmals gelangweilt waren. Als sie gelangweilt waren, haben sie schon vor einiger geraumer Zeit angefangen, Musik mit den Dosen zu machen. Also sie haben mit verschiedenen Materialien auf den Dosen herumgeklopft und haben halt festgestellt, dass dort ganz unterschiedliche Töne herauskamen. Und mit dieser Methode konnte man letztendlich auch feststellen, welche Dosen eine falsche Beschichtung hatten, weil sie unterschiedliche Töne gemacht haben zu den Dosen, die halt richtig beschichtet waren. Und so kam es durch Langeweile zu einer sehr kreativen Lösung eines akuten Problems. Diese Geschichte soll einfach nur zeigen, dass Langeweile durchaus zu kreativen Lösungen führen kann. Warum ist das jetzt aber genau so? Wie gesagt, das ist etwas, woran wir auch gerade dran sind mit unserer Forschung. Grundsätzlich sagt man, dass wenn man gelangweilt ist, man seine alltäglichen Aktivitäten erst einmal genauer hinterfragt. Was mache ich hier eigentlich? Also diese Sinnlosigkeit wird erstmal deutlich, was mir als Individuum hilft, Abstand zu nehmen von meinem Alltag. Es hilft mir vielleicht, etwas Neues zu finden. Man ist gelangweilt, das bedeutet, ich habe auch die Motivation, etwas Neues zu finden. Und vielleicht auch etwas ganz anderes zu tun, als was ich bisher getan habe.
Das ist etwas, was jetzt auch im Harvard Business Review veröffentlicht wurde. Das kann ich Ihnen auch gerne mal weiterleiten, wenn Sie da noch Interesse dran haben. Eine weitere Möglichkeit, warum Langeweile auch zu Kreativität führen kann, ist, weil unsere kognitiven Ressourcen, also wir haben nur bedingt kognitive Ressourcen zur Verfügung, die werden aufgeteilt auf verschiedene Aktivitäten, sage ich jetzt mal ganz salopp. Und wenn wir gelangweilt sind, dann möchte sich diese kognitiven Ressourcen aber nicht mehr auf diese Aktivität beschränken und man engagiert sich mehr in Mind-Wandering, also unsere Gedanken schweifen ab und wir können zu neuen Lösungen kommen. Das ist auch noch eine Möglichkeit, wie halt Kreativität entstehen kann. Was bedeutet das jetzt für uns? Ich habe ja vorhin gesagt, Langeweile ist etwas, was wir heutzutage auch wirklich in der Corona-Krise, nenne ich es jetzt mal, wirklich live miterleben. Vielleicht können wir die Langeweile nicht einfach nur zur Seite schieben, sondern wir versuchen sie ja als Teil von uns anzusehen und wirklich mal die Zeit zu nehmen, zu reflektieren, was ist genau der Grund, warum bin ich gelangweilt, welche Aktivitäten genau sehe ich als sinnlos an. Und das könnte mir vielleicht auch helfen, ein Hobby, was ich schon vielleicht lange Zeit nicht mehr wahrgenommen habe, wieder aufzunehmen oder in andere sinnhafte Tätigkeiten einzusteigen, die ich schon lange einmal ausprobieren möchte. Also was möchte ich genau tun? Das ist eine wichtige Frage, die wir uns vielleicht stellen sollten. Und das könnte auch zu kreativen neuen Erfahrungen kommen. Wir sollten jedoch versuchen, nicht in gewisse Mechanismen zu verfallen, die uns vielleicht eine kurzzeitige Linderung zu verspüren geben. Also kein Binge-Watching vielleicht. Das ist ein Vorschlag von Eastwood 2020. Er hat jetzt auch ein neues Buch veröffentlicht zum Thema Langeweile. Er hat gesagt, ja, es gibt bestimmte Mechanismen, die uns helfen, halt uns vielleicht kurzfristig von dem Gefühl der Langeweile zu distanzieren, aber wir müssen eigentlich uns langfristig darum kümmern, um die Aktivitäten, was uns wieder glücklich macht, wo wir wieder Sinn sehen und wo die Zeit dann vielleicht auch wieder etwas schneller für uns vergeht. Ich habe hier auch nochmal zwei Buchvorschläge für Sie. Falls Sie vielleicht gelangweilt sind, vielleicht kann ich Sie hier ein wenig motivieren, sich einmal in andere Aktivitäten zu engagieren, die Sie vielleicht noch nicht in Betracht gezogen haben. Das ist einmal eine kleine Philosophie der Langeweile von Lars Svensson, kann ich sehr empfehlen, sehr gutes Buch. Und einmal ein ganz neues Buch, was jetzt rausgekommen ist, Out of My Skull, The Psychology of Boredom, können Sie jetzt mittlerweile auch erwerben. Und wenn Sie dort noch weitere Einblicke haben wollen zum Thema Langeweile und auch ja, die Schnittstelle zwischen Kreativität und Langeweile vielleicht. Vielleicht soweit erstmal von meiner Seite. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einen kurzen Einblick dazu geben, was Langeweile ist und wie Langeweile vielleicht auch einmal positiv genutzt werden kann. Und ich bin jetzt sehr gespannt und freue mich auf unsere Diskussion. Ja, vielen Dank für den interessanten Input. Sie können über die Frage- und Antworten-Funktion jetzt Ihre Fragen stellen. Es sind auch schon eine Reihe von Fragen eingegangen und eine ist die Frage, könnte die Corona-Isolation dazu führen, dass man Tätigkeiten wieder schätzen lernt, wie den Gang ins Büro? Also, dass man gewisse Sachen nicht macht und auf einmal lernt man sie dann doch wieder schätzen. Ja, also das hören wir auch ganz oft. Also wir sind ja auch gerade so in verschiedenen Forschungsprojekten gerade mit dabei, wo uns die Leute erzählen, Mensch, endlich mal wieder ins Büro gehen, das wäre mal wieder toll. Nun, Langeweile entsteht ja, wie gesagt, dadurch, dass wir eine Monotonie haben, dass wir in bestimmte Rhythmen vielleicht gefangen sind und uns in Aktivitäten fühlen gefangen halten, die uns halt diese Monotonie geben. Und wenn jetzt der Gang ins Büro wieder einen neuen Stimulus gibt, also dass wir sagen, hey, das ist etwas, was wieder eine neue Erfahrung mit sich bringen kann, dann ist das durchaus etwas, was die Langeweile halt wieder geringer halten kann. Die Frage ist halt, wie lange. Also es gilt eigentlich immer, diese Monotonie zu durchbrechen. Und jede neue Erfahrung, die halt diese Monotonie durchbrechen kann, hilft halt auch erstmal wieder die Langeweile zu durchbrechen. Ob es jetzt Gang ins Büro ist oder mal wieder in den Supermarkt gehen vielleicht. Also alle neuen Aktivitäten, die vielleicht halt wieder sinnhafte Tätigkeiten hervorrufen können, das hilft halt genau diese Langeweile zu durchbrechen. Das ist eine sehr gute Beobachtung. Das ist auch eigentlich genau das, was wir sehen. Wobei wir halt auch wieder schätzen, dass man sagt, okay, wenn man wieder
sehr regelmäßig ins Büro geht, kann es auch wieder dazu führen, dass wir davon gelangweilt sind, dass wir wieder Abwechslung brauchen. Also wahrscheinlich ist so ein guter Mischmasch zwischen Homeoffice und ins Büro gehen auch vorteilhaft, um eben genau nicht diese Monotonie aufkommen zu lassen. Ja, eine weitere Frage ist die Frage, ob New Work ein Mittel ist, um Langeweile in Organisationen zu beseitigen. Oder ich mag mal ergänzen, um es vielleicht zu reduzieren. Also mit New Work meinen Sie mit modernen Technologien zum Beispiel? Oder ich sehe auch immer nur die Frage, ich vermute, dass so dieser ganze Komplex von man macht nicht mehr so einen Schritt, sondern man bettet das so ein bisschen in ein großes Ganzes ein. Man animiert die Menschen, Verbesserungsvorschläge vielleicht sogar zu machen. Ja, also wir unterscheiden, also das, was ich so ein bisschen aufgezeigt habe mit den ganzen Mechanismen, wie ich komme jetzt nicht mehr zur Arbeit oder meine Gedanken schweifen ab. Das ist alles das, was wir unter sogenannten Coping-Mechanismen verstehen. Also der Mensch versucht halt diesem traditionell einfach der Langeweile zu entkommen. So. Und da versucht natürlich das Management auch entgegenzuwirken. Und da gibt es natürlich auch bestimmte Mechanismen, dass das Management wahrnehmen kann. Also man muss halt natürlich gucken, warum ist dieser Mensch gelangweilt? Ist das jetzt so, weil die Aufgaben ja zu einfach sind, zu monoton? Da muss man gucken, okay, was kann ich dem Mitarbeiter vielleicht noch zusätzlich an die Hand geben? Thanksgiving ist vielleicht hier auch ein gutes Stichwort. Also ich versuche halt Sinn zu geben, den Mitarbeiter auch zu zeigen, warum seine Arbeit so wichtig ist, wie es in das Große und Ganze wieder hineinpasst. Denn wie gesagt, Langeweile hat auch mal was mit Sinnlosigkeit zu tun. Das Management muss also wieder versuchen, sinnstiftend hier entgegenzuwirken. Es kann auch sein, dass mir eine Arbeit als zu langweilig vorkommt, weil sie viel zu kompliziert für mich ist. Wenn ich halt überhaupt nicht weiß, wie ich sie zu bewältigen habe und nicht weiß, wie ich vorangehen soll. Also wenn die Diskrepanz zwischen meinem Können und der Arbeit einfach so groß ist, dann kann auch Langeweile ankommen. Dann muss das Management auch entgegensteuern und sagen, okay, da müssen wir mal gucken, dass wir passendere Aktivitäten für dich finden. Aber ich glaube, sinnstiftend, das ist ein sehr gutes Stichwort, immer zu zeigen, wie ein Mitarbeiter halt dem großen Ganzen helfen kann, damit halt wieder die größere Vision dahinter steckt. Und das ist auch ein sehr wertvoller Tipp, den Eastwood gegeben hat zum Thema Isolation und Quarantäne, dass gelangweilte Leute sich oftmals hinterfragen sollen, warum ich das gerade mache, um wieder dieses große Ganze zu erkennen. Als man wirklich sieht, ich tue etwas Gutes, indem ich zu Hause bin, und dann fühlt man wieder vielleicht etwas Sinngebendes in seinen Aktivitäten, wenn man sagt, ich tue etwas Gutes für unsere Gesellschaft. Das war auch ein Tipp, den ich hier an dieser Stelle vielleicht weitergeben möchte. Eine weitere Frage, sind Startups weniger von Langeweile betroffen als traditionelle Unternehmen? Eine sehr interessante und sehr gute Frage. Das ist etwas, was uns auch zurzeit unserer Forschung beschäftigt. Generell gibt es Forschung, die sagt, dass manche Startups eigentlich mehr von Langeweile betroffen sind als andere. Also die Gründer zumindest. Also warum gründen viele Menschen? Weil sie vielleicht gelangweilt sind von ihren jetzigen Aktivitäten und wieder etwas Neues brauchen. Also es gibt schon einiges in der Presse, also nicht in unserer wirklichen Fachliteratur im akademischen Bereich, aber sie finden einiges zu diesem Thema in der normalen Businesspresse, sage ich jetzt mal. Und da gibt es einige Studien, die sagen, dass Gründer halt eher gelangweilt sind als Nicht-Gründer. Und deswegen kommt es auch zu den sogenannten Serial Entrepreneurs, also Leute, die immer wieder neu gründen, weil sie einfach von dem gelangweilt sind, was sie jetzt gerade tun, weil sie wieder neuen Input brauchen. Es gibt also einige Vermutungen, die vielleicht darauf hinweisen, dass halt Gründer eher gelangweilt sind als Nicht-Gründer. Und das kann man tatsächlich messen. Es gibt eine sogenannte Boredom Proneness Scale. Das kann ein Individuum ausfüllen und dann wird halt angezeigt, wie schnell er oder sie gelangweilt ist. Und ja, von der gegenwärtigen Situation kann man dann vorausgehen, dass halt Gründer vielleicht dann sogar eher gelangweilt sind und so dadurch wieder etwas Kreatives, Neues erschaffen für uns. Genau. Ja, eine persönliche Nachfrage, die da nicht kam. Wie schafft man es denn,
dass man diese Langeweile, also was ist denn der Trick, dass man diese Langeweile in so viel produktive Schaffenskraft umwandelt? Wenn ich überlege, dass wenn Sie aus Langeweile entstehen Ideen oder entstehen Startups, das sind ja mitunter auch mehrere Milliarden schwere Unternehmen, die man aus der Langeweile heraus oder von der Langeweile angetrieben entwickelt. Und das ist auch eine sehr gute Frage und genau da sind wir jetzt dran, weil das zeigt uns die Forschung momentan nicht. Also wie gesagt, die meiste Forschung zeigt auf, Langeweile ist böse, Langeweile wollen wir nicht, das hat alles negative Konsequenzen. Ganz neue Studien haben gesagt, Moment mal, vielleicht kann etwas Positives entstehen. Es gibt wie gesagt nur diese Experimente, die zeigen Langeweile, also wie gesagt, ich lasse Leute zum Beispiel ein Telefonbuch lesen und danach um eine kreative Aufgabe machen, da haben die besser abgeschnitten, aber genau den Prozess, wie das passiert, das gibt's noch nicht. Also das verstehen wir noch nicht. Unsere Forschung, die wir jetzt machen, hat aufgezeigt, dass es eigentlich hilft, erstmal Abstand zu gewinnen von dem Hier und Jetzt. Dass man zeigt, okay, jetzt läuft etwas schief, dass wir sozusagen ja eine Notwendigkeit erstmal aufzeigen, was zu ändern. Das ist halt auch ganz wichtig. Also oftmals hat man als Individuum erstmal nicht die Notwendigkeit, etwas zu tun. Und wenn das entstanden ist durch die Organisation, die Langeweile, muss im zweiten Schritt halt auch wirklich die Handlung ja nun hervor. Ich habe nicht, das muss ich realisieren und auf die Basis halt auch handeln. Das sind halt zwei Stufen, die geschaffen und kommt natürlich darauf an, vielleicht auch auf die persönlichen Ressourcen von den können es auch vorstellen, dass vor allen Dingen Leute in höheren Positionen vielleicht ja die Chance haben, noch aus der Langeweile hinauskommen, weil sie Handlungsspielraum haben, etwas zu verändern. Das sind alles Dinge, die wir jetzt noch erfahren müssen. Ne? Also Sie sehen, das ist noch ein junges Thema. Also wenn Sie da gute Ideen haben, damit, ich stehe gerne zur Seite und können wir dann auch gemeinsam erforschen. Ja, eine weitere Frage ist, kann Langeweile zu mehr Krankheit führen, weil man vielleicht so in seinen Körper hineinhorcht? Also so, dass wenn man oft gelangweilt ist, wir unterscheiden auch zwischen verschiedenen Arten von Langeweile. Es gibt einmal Langeweile, die wir halt vielleicht episodisch verspüren mit bestimmten Aktivitäten. Ich bin jetzt gelangweilt von diesem Buch, ich bin gelangweilt von dieser bestimmten Aufgabe. Und wir unterscheiden aber auch zu chronischer Langeweile. Also bei der chronischen Langeweile ist so, dass ich von allem gelangweilt bin. Mein ganzer Job macht mir keinen Spaß. Und das hat durchaus sehr, sehr negative Konsequenzen für mich. Es kann zu Depressionen kommen, es kann zu Frustrationen kommen, zu Burnout. Deswegen sind wir auch immer sehr vorsichtig. Also ich wurde zum Beispiel einmal gefragt, hey, Sie sagen, Langeweile kann auch zu Innovation führen. Heißt das, wir müssen unseren Mitarbeitern jetzt immer, müssen wir die langweilen, damit jetzt hier mal was Innovatives besteht? Da bin ich immer sehr vorsichtig, genau solche Aussagen zu treffen, weil eben genau diese Studien zeigen, dass Langeweile halt auch zu psychologischen Problemen führen kann. Genau, das ist eine sehr wichtige Beobachtung, die man auch berücksichtigen muss, ja. Ja, da ist eine weitere Frage, ob es unterschiedliche Arten von Langeweile gibt. Sind das die zwei, die chronische und die phasenweise, oder gibt es da noch mehr Arten von Langeweile? Genau, also wir können jetzt in das Philosophische reingehen. Ich empfehle sehr, das Buch von Lars Svensson zum Beispiel zu lesen. Da wird auch nochmal unter verschiedenen Kategorien von Langeweilen philosophiert, wirklich schon. Für uns im Organisationsbereich geht es oftmals die Differenzierung zwischen chronischer Langeweile und episodischer Langeweile. Und dann kann man auch unterscheiden, okay, wo findet das jetzt genau statt? Also nicht nur wann, also ob das immer ist, nur zeitweise. Und dann kann man halt noch gucken, wo das genau stattfindet. Ob es jetzt zum Beispiel nur auf der Arbeit ist oder auch zu Hause. Ne? Also wenn ich halt zum Beispiel zu Hause auch gelangweilt bin, dann kommt es halt nochmal zu mehr psychologischen Problemen, weil ich ja anscheinend gar keinen interessanten Stimulus mehr habe in meinem Leben. Und das kann halt, wie gesagt, dann wieder zu den Depressionen, Frustrationen kommen. Genau. Ja, eine Frage haben wir noch. Und zwar, Sie haben schon ein bisschen dazu gesagt, wie können Menschen, die sich langweilen, zu kreativen Individuen für das Unternehmen werden, anstatt gelangweilt nach Hause zu gehen? Ich will das mal ein bisschen zuspitzen und fragen, gibt es da vielleicht so Best Practices,
wie man auf den Gedanken gekommen ist, dass die Leute am Band, die halt auf Cola-Dosen geklopft haben, weil ihnen langweilig war, sagten, ja, das ist ja ganz klar, dass da und der Fehler drin war. Gibt es da einen bestimmten Prozess, wie vielleicht beim Innovationsmanagement, oder was sind so die Erkenntnisse? Ja, das ist genau, also das Gute für mich, schlecht vielleicht für Sie, weil ich die Frage jetzt nicht so genau beantworten kann, es gibt noch nicht so viel in diesem Bereich. Also gute Forschungsmöglichkeiten sind hier anzusehen. Man kann natürlich sagen, wann geht ein Mitarbeiter? Ein Mitarbeiter wird halt gehen, wenn er sich vielleicht nicht mehr identifizieren kann mit dem Unternehmen. Das heißt, das Management muss immer darauf achten, dass die Mitarbeiter das große Ganze verstehen und wie man halt mit seiner eigenen Tätigkeit zu diesem Großen und Ganzen halt wirklich beiträgt. Man könnte halt wirklich immer ein offenes Ohr haben, um Verbesserungsvorschläge halt implementieren zu können. Also ein Mitarbeiter, der sich gehört fühlt. Er möchte ja auch weitergeben, warum er vielleicht gelangweilt ist. Vielleicht kann ich auch Rotationen durchführen in meinem Job, also immer mal abwechseln, dass halt nicht jeder immer an der gleichen Position steht, um halt die Langeweile gering zu halten. Ansonsten, ja, je höher man vielleicht auch ist in einer Position, desto mehr ist man auch in einem Strategieprozess mit beteiligt, desto mehr Handlungsraum hat man. Es wurde halt oftmals, zum Anfang war es halt oft verpönt, da wurde gesagt, also wenn ein führender Mitarbeiter gelangweilt ist, dann soll er aber ganz schnell das Unternehmen wechseln, weil er nichts mehr zu suchen hat. Und heutzutage sagen wir, nein, genau das soll eben nicht passieren, denn man soll diese Langeweile wirklich umarmen und vielleicht etwas Neues, Innovatives daraus machen können. Aber ansonsten, es gibt noch nicht viel dafür. Also vielleicht nochmal in kurzen Stichpunkt zusammengefasst, was kann ich tun? Rotation, also dass der Mitarbeiter mal etwas Neues mitbekommt, auch neue Eindrücke bekommt, ein offenes Ohr haben, dass man vielleicht auch eigene Vorschläge von dem jeweiligen Mitarbeiter mit hineinkriegen kann. Ja, und ansonsten einfach Sense-Giving, also wirklich zu erklären, warum diese Tätigkeit jetzt genau wichtig ist für die große Vision von diesem Unternehmen. Vielen, vielen Dank für die schönen Anregungen, für den interessanten Vortrag zum großen Themenkomplex, zum unerforschten Themenkomplex langweiligen Organisationen. Frau Schanzke, vielen Dank, dass Sie da waren. Ja. Vielen Dank an die Zuschauerinnen und Zuschauer für die interessanten Fragen. Ich würde mich freuen, wenn ich Sie am Montag um 15 Uhr wieder begrüßen könnte zu unserer nächsten Leufana Home Session. Es geht da um das Thema nach dem Austritt ist vor dem Austritt, EU und UK nach dem Brexit von Gesa Kübeck. Ansonsten, ja, Sie haben uns noch ein paar Sachen zum Nachdenken gegeben. Das finde ich immer sehr, sehr schön bei den Home Sessions. Und ja, vielen Dank und bleiben Sie gesund.